Luis, alter Hase, schön, dass ich dich treffe. Was machst du denn hier? Ja, ich wollte einfach schauen, was hier losgeht. Ich war noch nicht auf dieser Straße fest. Und ich glaube, ich bin das erste Mal hier und habe mir gedacht, ja, mal schauen, was hier los ist. So warm up, bevor ich heute Abend wieder die Sau rauslasse. Okay, aber bevor du die Sau rauslässt, ja, ich bin gerade hier so ein bisschen durchgeschlendert und die Deutsche Eiche, ja, die haben ein Riesenproblem. Die haben gerade Personalmangel. Okay. Und die haben mich gefragt, ob wir da Würstchen verkaufen können. Sind wir dabei? Also, du bist dabei, ich animiere, die Leute haben mich nicht dreckig, weil ich habe heute ein weißes Hemd und ich habe meine schöne Hosenträger und ich will die nicht verstecken hinter einer Schürze. Von daher, was hältst du davon, wenn du die vorbereitest und ich die Leute animiere, die zu kaufen? Oh, Luis, du bist mal wieder total eitel, ja? Aber, immer. Okay, ich habe da kein Problem mit, dann wollen wir loslegen. Okay. Wir helfen mal den Jungs ein bisschen, oder? Okay, lass uns dann mal. Dann lass uns los. Ja. Was schmeckt dir so sehr am Currywurst? Das ist gegen den Hunger und damit noch mehr Bierplatz hat. Wir verkaufen Würste hier am Stand. Wollt ihr welche haben? Rotwürste hat... Bin Vegetarier. Nein. Warum nicht? Sind Sie auch Vegetarier? Nein. Nein, nein. Aber? Macht dick. And we have red and white. Should I bring one? Oh, bring me a red sausage, baby. Ich werde jetzt eine rote Wurst holen. Für unsere Kollegen aus England. Rot oder weiß? Rot oder weiß? Rot oder weiß? Rot oder weiß? Red or white? Red or white? White. Okay. Keep the rest, honey. Okay, thank you very much. Bratwurst, okay. 5 Euro, ja? Ja. Arena, noch eine. So, Leute, es hat sich sehr schwierig das Ganze hingestellt. Es war schwieriger als gedacht, Kunde zu finden. Es waren viele Vegetarier oder viele Leute, die auf ihre Figur achten wollten. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe ja 50 Euro, 50 Cent verdient, Entschuldigung. Aber es war auf jeden Fall witzig. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich hier nochmal helfen kann. Bis bald, Luis.